So, hallo, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pyre. Und wir sind hier jetzt gerade da vor einer gewissen Schreiberprüfung. Denn es gibt eine gewisse Furie bei uns, die vom ätherischen Kristall gerufen wird. Du brauchst nur einen unter diesen verblendeten Narren auszuwählen, mit denen du reist. Es gibt nur eine. Und in dem Fall würde ich sagen, geben wir ihr ein bisschen mehr Flinkheit. Du bittest Sandra, eine ihrer besonderen Prüfungen für Parmetha durchzuführen. Oh, du meinst diese streitlustige Furie. Vielleicht kann man ihr doch noch Manieren beibringen. Ich will versuchen, ihr einen kleinen Dämpfer zu geben. Lass sie uns herbestellen. Schon bald trifft Parmetha ein, dem Ruf folgend. Du hast nach mir gerufen, lieber Leser. Ah, es ist dieser Kristall. Dann lass es uns klären, ich bin soweit. Die scheint halt wirklich viel zu wissen über die Eigenarten der Leser und was sonst noch alles dazugehört. Okay, wir haben nur 60 Punkte beim Gegner. Die Erscheinung Sandra zeigt sich und löst ihre Maske. Hör gut zu, Furie, hier bestimme ich. Oh, so gebieterisch. Na gut, dann erzähl mir mehr. So eine entzückende Schülerin, eine echte Abwechslung. Dann lass sehen, was du kannst, ohne weitere Hilfe. Außer der deines Lesers natürlich. Dann zeigen wir mal, was sie sehen möchte, nicht wahr, lieber Leser? Was? Ach Mist. Okay. Das war gerade ganz mies. Ich habe die Reichweite überschätzt. Edge. Zu schnell. Also fliegen kann die gut. Mist. Das hat... Wobei, wir sind wieder da. Ha! Erhöhte Flinkheit. Mich kriegt ihr nicht, ihr Schweinehunde. Ha! Geschafft. Parmetha ist echt eine gute Torjägerin. Tja. Also, sind jetzt alle zufrieden? Oh, zufriedener geht nicht, meine allerliebste Furie. Wie lieb von dir zu fragen. Und dazu war deine Leistung ausreichend und du hast meine Prüfung bestanden. Herzlichen Glückwunsch an dich und auch an deinen lieben Leser. Jetzt hinfort mit dir, bevor ich es mir anders überlege. Errungenschaft freigeschaltet, Sandras Favorite. Wahrscheinlich, weil ich eine gewisse Menge an Leuten da schon durchgejagt habe. Jetzt bin ich gespannt, was die für ein Talisman kriegt. Meine Güte, diese Sandra könnte wirklich eine Massage oder sowas gebrauchen. Sowas von verbittert, oder? Sag an, was hast du denn da, mein Leser? Triestas Feder. Beim Fliegen kann Parmetha nicht gebannt werden. Durch das Löschen des gegnerischen Feuers... Geil! Das heißt, die ist danach nicht weg. Also sie fügt 3 Punkte mehr Schaden zu und ist nicht weg, wenn sie ein Tor macht. Wie geil ist das denn? Sie konnte nicht länger fliegen und doch vergoss sie Tränen für ihre Peiniger, die nicht mehr weinen konnten. Geile Scheiße. Da drüste ich ja direkt mal aus. Und das Ding motzen wir aber auch so richtig auf. So, suche die Gunst der Furienschreiberin. Schließ dich Hedwin auf einer Pilgerfahrt zu Triester Tithes an. In weiterem Tagesverlauf begleitest du Hedwin zu einem Monument zum Gedenken an Triester Tithes.
Vielleicht wegen der Beschaffenheit dieses Ortes beginnst du, die geheimen Gedanken von Hedwyn zu spüren, so klar, als spräche er sie laut aus. Wir müssen siegen, ob für mich oder nicht, das ist mir im Moment egal. Wir müssen siegen, zum Wohle aller. Bitte helft uns dabei. Helft uns. Bald seid du und er mit euren Respektbekundungen fertig. Mit einem Gefühl, als ob Triester Tiefes dir eine Gunst erwiesen hat, kehrst du stumm zum Wagen zurück. Im Morgengrauen werdet ihr euren Aufstieg beginnen. Für den Augenblick ist die Einsamkeit des Ortes genau das Richtige, um dich deinen Begabungen zu widmen. Hedwyn plus 2 Flinkheit für den nächsten Ritus. Jo. Du wirst sowieso im nächsten Ritus eingesetzt, mein Freund. Oh, es gibt erstmal ein Gespräch. Alles in Ordnung, Hed? Hedwyn scheint mit etwas beschäftigt zu sein, sieht dich aber, als du dich näherst. Hallo, mein Freund. Leiste mir ein bisschen Gesellschaft. Sein Lächeln kehrt zurück, als du näher kommst. In was für einem Schlamassel wir da geraten sind und dich hineingezogen haben. Es ist bloß... Manchmal habe ich ein schlechtes Gewissen. Als wir dich damals in der Sandgrube gefunden haben, hattest du da auch nur eine Ahnung, worauf du dich einlässt? Sandgrube. In den Fluss hinabgestoßene Verbannte werden am südlichen Rand des Unterlandes an Land geschwemmt in einer unbekannten unbewohnbaren Ödnis. Wer die Fluten überlebt, wird hier seinem Schicksal überlassen. Sage, dass es den Umständen entsprechend gut gelaufen ist. Du bist dankbar, Hedwyn und den anderen hier begegnet zu sein und überlebt zu haben. Sage, es war für dich manchmal schwierig. Eure Reisen durch das Unterland waren gelinde gesagt nicht immer angenehm. Sage, dass du das Gefühl hast, dies schon einmal erlebt zu haben. Es ist ein Gefühl, das du weder abschütteln noch beschreiben kannst, aber du fühlst es deutlich. Ich würde sagen, es war den Umständen entsprechend gut. Du antwortest, dass du trotz aller Probleme, denen du dich zusammen mit dieser Gruppe erstellen musstest, dankbar für diese Erfahrung bist. Denn es ist nicht so, dass eine Freundschaft durch solche Erfahrungen stärker wird. Hedwyn nickt zustimmend. Ja, ich denke, da hast du recht. Wer die Sterne deuten kann, findet es wohl nicht so schwierig, Herzen zu verstehen. Eine Zeit lang sagt er nichts weiter. Weißt du, es gibt etwas, das ich dir erzählen möchte. Du hast uns durch diese Prüfung geführt. Wir haben uns daran gewöhnt, dass du für uns da bist. Aber wenn es soweit ist, hoffe ich, dass du tust, was am besten für dich ist. Ich weiß, wenn man zu einer Gruppe wie dieser gehört, soll man immer zuerst an die Gruppe denken, an das größere Ziel, und ich verstehe das, aber... Ich glaube nicht, dass du mir oder jemand anderem hier noch etwas schuldest. Wir haben alle unsere Probleme, nicht wahr? Wir wären nicht hier, wenn wir keine hätten. Wir gehören alle dazu und wir helfen uns gegenseitig. Der Kerl ist echt das Herz der Truppe. Ich will ihn eigentlich auch nicht losschicken, aber... Aber letztendlich ist niemand für unsere eigenen Probleme verantwortlich, außer uns selbst. Ob es also um die Sache zwischen Pamitha und Tamitha geht, oder um Sir Gilman und seine Ehre, oder um mich, oder um jemand anderes hier. Wir müssen es selbst lösen. Ich denke, deshalb sind wir hier. Die Sichtweise, die wir hier gewinnen, einander zu kennen, ich denke, das hat uns geholfen, es so weit zu bringen. Aber letztendlich sind unsere Probleme unsere eigenen. Niemand erwartet, dass du oder jemand anderes sie für uns löst. Zumindest sage ich mir das immer wieder. Wir haben alle genug mit unseren eigenen Problemen, zu schaffen. Da brauchen wir nicht noch die der anderen. Ich denke, wir sind mittlerweile alle einfach dankbar, gegenseitige Unterstützung zu haben. Danke also für deine Hilfe, mein Freund. Nun alles Gute. Ich bin erstmal weg. Der Mann hat seine Freiheit verdient, definitiv. Er legt dir eine Hand auf die Schulter, als er den Wagen verlässt. Ja. Hedwyn. Erstmal studieren wir wieder. Dein wachsendes Wissen über das Buch der Riten ist bei weitem nicht ausreichend. Teile daraus sind dir bisher entgangen. Aus tiefer Einsicht erwächst der Einfluss des Lesers. Ruhm können wir kriegen. Was hat das Buch dir verraten? Kannst du seine Seiten schon auswendig rezitieren? Hast du seine Lehren verinnerlicht? In seinen Unzulänglichkeiten erkennst du die deinigen. Inspiration durchfährt dich wie ein Blitz, ob aus dem Buch oder deinem Innern, du weißt es nicht. Rechtschaffenheit. Das heißt, mehr Schaden am gegnerischen Feuer. Wir setzen die Reise fort.
Tempelstraße oder Tempelzisterne? Tempelstraße, der erste von zwei Pfaden, der zum Gipfel des Berges führt. Du spürst, dass Sir Gilman auf dieser Route die Gunst der Schreiber erlangen wird. Oder Jodariel hier. Ich denke, wir nehmen Jodariel. Wir brauchen im nächsten Kampf auch unsere besten Leute. Boah, ich möchte aber eigentlich Hedwyn nicht verlieren. Das ist so das Traurige, du weißt, diese Leute siehst du erstmal lange nicht wieder. Und auf der anderen Seite warten ja auch einige entsprechende Probleme. Ich trinke kurz einen Schluck. Auf dem Weg zum Gipfel fällt Jodariel zufällig ein Monument für Unterkönig Ores auf. Ihr wünscht euch Glück für den kommenden Ritus und für euren Plan. Was Jodariel angeht... Ihr Schreiber, ich glaube nicht, dass ihr mich hören könnt. Vielleicht ist das alles für euch bloß ein Witz. Wenn ja, spielt nicht mit den Gefühlen meiner Kameraden. Das würde ich euch nicht vergessen. Sie ist nach ihren Respektsbekundungen sehr schweigsam. Doch während ihr euch bereit macht, euren Aufstieg fortzusetzen, spürst du, dass Unterkönig Ores dir eine Gunst erwiesen hat. 3 Ruhm für den nächsten Ritus. Also Hedwyn und Jodariel sind beim nächsten Ritus dabei. Ich überlege noch, wen ich sonst reinnehme. Du und deine Gefährten trefft erneut am Tor der Schreiber ein. Hier führt ein schmaler Pfad nach oben auf den Gipfel, vorbei an einem aus Stein gemeißelten Torbogen. Bitte folgt mir. Der Barde führt euch zum Torbogen, wo sein Gegenüber wartet. Die Verbannten der Nachtfalken sind zurückgekehrt. In der Tat, sei gegrüßt, Celeste. Die haben wirklich einen sehr interessanten Kontrast. So eher komplett weiß, also so wirklich kalkweiß. Und sie schwarze Haare und dunkle Haut. Dazu auch Gold. Während er halt wirklich keinerlei Farbakzent hat. Außer, ich glaube, dieses Band hat so leicht gelbliches Zeug. Also es ist sehr interessant. Aber sie ist halt auch komplett in Gold- und Beige-Tönen gehalten. Bis halt auf die braune Haut und die schwarzen Haare. Wohlan. Nennt nacheinander eure Namen und den Grund für euren Wunsch, das Tor der Schreiber zu passieren. Bitte tut, was sie verlangt. Ja, hier ist ein kleines bisschen Farbe drin. Ganz kleines bisschen. Und die Akzente bei der Laute. Einer nach dem anderen tritt vor, so wie beim letzten Mal. Jodariel tritt durch das Tor. Rookie tritt durch das Tor. Hedwyn tritt durch das Tor. Faye tritt durch das Tor. Tamitha tritt durch das Tor. Sir Gilman tritt durch das Tor. Wolfred tritt durch das Tor. Außer dir ist niemand mehr übrig. Du trittst vor und erklärst dich wie beim letzten Mal. Die Hüterin des Tors, der Schreiber, schaut dich mit ruhiger Miene an, dann richtet sie in ihrer förmlichen Art das Wort an euch alle. Die 8 Schreiber heißen die Nachtfalken willkommen. Geht und erntet Ruhm. Der einsame Barde blickt zur Hüterin des Tors auf. Dir gebührt unser Dank, Celeste. Doch sie schenkt ihm keine Beachtung. Ein Altar in Form eines riesigen Buches ist halt auch irgendwie für die Schreiber sehr passend. Erneut erreicht ihr den Gipfel von Berg Alodiel, zu dessen Füßen sich das Unterland ausbreitet. Du fragst dich, ob einer von euch diesen Ort bald verlassen wird, so wie Tiso. Der fehlt mir, der Kleine. Erstmal... Oh, Seite offengelegt, der Wasserfall von Solium. Trotzdem erstmal hier. Oh, Leute, wisst ihr, es wird manchmal schrecklich kalt hier oben, auf Kunden zu warten. Also, so, komm rein, ja? Und viel Glück in diesem großen Kampfding, das ihr da habt. Da wollt ihr doch hin, oder? Ich habe gehört, dass es aufregend wird von meinen Freunden. Ich glaube, das können wir langsam wirklich verkaufen. Das hier ist sowieso wertlos.
Das hier war für Fey, oder? Ja. Aber wir holen uns jetzt mal wirklich so Sachen wie Sternenstaub. Eide gelle Sternenstaub. Und das möchte ich für Pamitha haben. Auch wenn wir die in dem Ritus wahrscheinlich nicht verwenden werden. Ja, komm. Wir holen uns alles an Sternenstaub jetzt. Also wir werten jetzt vor allem die Sachen auf, die wir noch für die Leute kriegen. Diese Flinkheitssache behalte ich jetzt einfach für die Leute, die noch nicht die jeweiligen, Sachen freigeschaltet haben. Das heißt, ich könnte eigentlich auch Gilman mitnehmen, aber ich denke, ich möchte eigentlich schauen, ob ich... Ach. So. Erzählt allen euren Freunden von mir, denn meine wissen alle schon von mir. So, jetzt einmal hier hin. Wir haben eine neue Seite. Der Wasserfall von Solium in den Worten von Lus Glorian Hundertgeist, dem Gelehrten. Vom Gipfel des Bergs Alodiel ist das Unterland in seiner Gesamtheit zu sehen oder zumindest zu spüren, denn ein großer Teil des Landes liegt im Nebel. Doch das ist längst nicht alles. Wie durch ein Wunder fließt auf diesem höchsten aller Gipfel ein umgekehrter Wasserfall, dessen Wasser sich nicht ins Meer ergießen, sondern himmelwärts rauschen. Wir vermuten, dass dies sind die Wasser, die uns hierher brachten, doch nun zurückkehren möchten, wie wir alle. Diese Naturerscheinung macht es möglich, die Freiheit zu erlangen, doch nur für die Auserwählten und nur zur rechten Zeit. Dies ist ein Weg zur Freiheit, den wir nicht gehen können, doch für dich lassen wir ihn offen, damit du dein Glück versuchen kannst. Okay. Beginnen wir den Ritus. Obwohl, Moment, ich möchte noch kurz eine Sache machen vorher. Wir können das, glaube ich, auch währenddessen. Was hat er hier eigentlich? Ja, er kriegt dann länger Ausdauer. Was haben wir hier? Sie hat... Wirft die Aura weiter und schneller als gewöhnlich. Rookie hat... Klingt länger als... So, Aura bleibt länger da. Sie hat hier was ziemlich Krasses. Sie hat halt dieses mehr Schaden am Feuer und sie wird nicht mehr gebannt. Wie viel kriege ich mit der Kelle Sternenstaub raus? Macht dann 4. Ich sehe auch, der Talisman hat einen höheren Rang als bei den anderen. Ich möchte, dass sie 5 Schaden mehr macht, wenn das geht. Handvoll. Quäntchen? Ja, perfekt. Über 20 geht's auch nicht mehr. Die ist jetzt auf Maximallevel damit. Oh. Da habe ich jetzt gerade was gesehen. Da ist ein Starduster. Aber gut. So, beginnen wir den Ritus. Die Zeit für deinen zweiten Befreiungsritus ist gekommen. Du siehst, wie der einsame Barde und Wolfred leise miteinander sprechen, kannst aber nicht verstehen, worum es geht. Dann blickt Wolfred zu dir auf. Ich hoffe, du fühlst dich möglichst gut vorbereitet, mein Junge. Jeder Ritus ist für unseren Weg bedeutsam, aber diese Befreiungsriten haben einen ganz unmittelbaren Effekt. Es ist etwas unfein, aber ich habe eine Schätzung aufgestellt, welchen Beitrag jeder unserer Gefährten zum Ergebnis unseres Plans leisten kann, sollte er oder sie hier befreit werden. Dabei habe ich Faktoren wie ihre frühere Beschäftigung, ihre Führungsstärke und Redegewandtheit berücksichtigt. Es ist nichts Persönliches, denn wir ziehen alle an einem Strang. Abgesehen davon sollten wir letztendlich alle zurückkehren. Wisse einfach, dass jeder von uns, der zurückkehrt, die Chancen auf unseren Erfolg insgesamt erhöht. Gnädiger Leser, in dieser Nacht wirst du den Zurückgezogenen gegenüberstehen. Sie haben bereits Utmilde zur Befreiung nominiert, falls sie den Sieg davontragen. Wir alle vertrauen auf dich, mein Junge. Und sie, selbst die Sterne, stimmen dem zu. Ach ja... Oh, wir haben die Auswahl zwischen noch mehr. Also ich habe jetzt das, dass wir 30 Punkte weniger am Anfang haben. Was ist das? Die Urbestie ist Sungris. Das Feuer des Gegners hat 30 mehr. 3% mehr Erleuchtung. Wir kriegen immer nur 3% mehr. Das ist ja nicht wirklich viel. Und ich möchte hier auf jeden Fall gewinnen. Wir verzichten hier erstmal auf die Sachen. Für den Befreiungsritus verzichten wir drauf. Also
dann dürfen wir jetzt wählen, wen wir losschicken, wen wir befreien wollen. The Nightwings have returned unto the fall of Solium, at which the scribes first formed their sacred union. At stake this night is freedom and prosperity. But only for one exile who prevails in this liberation rite. Your many adversaries all did strive to earn this opportunity. 'Twas the withdrawn which earned it. Who shall be absolved is up to all of you. Die Feuer brennen und jedes der Triumvirate ist zugegen und vorbereitet. Ich stimme zu. Die Feuer brennen und jedes der Triumvirate ist zugegen und bereit. Wohlan, Gesalbte der Zurückgezogenen, tritt nun vor und erkläre dich und bezeuge deinen Widersachern, den Nachtfalken, deinen Respekt. Die Moorhüterin Utmilde tritt aus dem Schatten hervor und greift nach ihrer Maske. Wir sind als die Zurückgezogenen bekannt, unsere Widersacher. Sie bedeuten uns oder dem, den wir dienen, nichts. Verschlungen sollt ihr werden im kommenden Zeitalter, einer Zeit des Zwists, gefällt durch die tödlichen Flügel und wachsamen Augen von Islach, dem Sternenkind. Du lässt das an diesem heiligen Ort, Utmilde? Wenn du deine Freiheit wertschätzt, dann solltest du aufhören, die Schreiber zu verspotten. Die Schreiber, sie haben es nicht geschafft, Islach aufzuhalten, und er wird neu auferstehen. Was euch Nachtfalken angeht, ihr seid in Islachs großem Plan nicht von Belang. Sie setzt ihre Maske wieder auf. Bald werden wir in das Land zurückkehren, das Islach an sich reißen wird, wo wir ihm unser Blut anbieten und auch das Blut vieler anderer. Ja, okay. Das ist nicht so toll. Wohlan, haben die Nachtfalken entschieden, für wen sie den Befreiungsritus vollführen werden? Leser, ich muss dich noch einmal daran erinnern. Der erste Gefährte, den du wählst, wird heute Nacht befreit, sofern ihr gewinnt. Nur die Erleuchteten können gesalbt werden. Nicht alle von euch mögen bereit sein. Die beiden anderen Auserwählten des Triumvirats fungieren als Helfer. Nachtfalken, trefft eure Entscheidung. Dieses Noxalas ist Nachtfalken. Okay, interessant. Who would you set free? Ah, wir können nur Hedwin, Rookie oder Dariel wählen. Ich möchte mir aber erstmal die Gegner ansehen, weil ich habe mir bisher noch keine Moorhüterin genau angesehen. Was kann die? Niederlagenzauber verfügt das Feuer von Utmilde über weniger als das Feuer als das gegnerisch. So fügt sie zusätzlich 5 Schaden zu. Gewaltigerer Stoß. Der Aura-Stoß von Utmilde breitet sich in einem großen Winkel aus und band Gegner in einem größeren Bereich. Eisseele. Zu Beginn des Ritus nimmt das Feuer des Gegners automatisch Schaden. Hey, das ist nicht nett. Das ist ein Vibe. Schlangenartige Moorhüter, die für ihre Grobheit, Sturheit und ihre Weisheit bekannt sind. Entweder toleriert das Commonwealth die Viber des Südmoorlandes oder andersherum. Vergangenheit Pyromant. Konnte immer gut mit Feuer umgehen. Als sie sich selbst überlassen waren, entwickelten sie für das Commonwealth eine der sehr provokantesten Erfindungen. Ritenmächte sprengen, feuert die Aura in einem keilförmigen Muster. Drücke in den Riten B, um die Aura eines Gefährten auf weiter wegstehende Widersacher zu werfen. Beim Treffer werden sie gebannt. Herfallen, drücke in den Riten X, um die Auren der Widersacher auszuweichen. Er braucht Ausdauer, die sich schnell erneuert. Schlängeln, kurzen Spurt, er braucht Ausdauer. Ja. Ansonsten haben wir Piap, einen Kobold. Oh, der ist schon auf Stufe 4. Dämmerungsscherbe. Okay. Wenn der wirft, macht er mehr Schaden beim Feuer. Rache des Titans. Okay, bei dem müssen wir aufpassen. Das sind sogar 2 Kobolde und die können beide das gleiche. Oh, das wird übel. Ich glaube, als eine Helferin brauchen wir auf jeden Fall unsere Flatterfrau. Aber hier würde ich sagen, machen wir erstmal einen Schnitt und in der nächsten Folge wählen wir dann aus, wer mitspielt. Ich hoffe, ihr habt Spaß, lasst konstruktive Kritik, vielleicht ein Däumchen nach oben da und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Pyre. Wer mich unterstützen will, es gibt die Links in der Videobeschreibung und ja, wie gesagt, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder.
Cheerio.